Wenn man so probiert, dann verzieht sich das gesamte Gesicht, und dann auf der Suche nach dem Antigeschmack. Dieser Strudel quasi, der sein Gesicht in den Mund hineinsaugt. Der Strudel, der den Mund ins Gesicht reinsaugt. Ruff die Scheine, willkommen zu einer weiteren Folge Chrono. Nicht fragen. Chrono, bitte nicht fragen, warum dieser Name so ist. Wir können es erzählen, also wir haben schon ein bisschen darüber den Namen nachgedacht. Und dann hat Andi irgendwann mal so aus Spaß gesagt, wir können es ja Minecraft Chrono nennen und dann so wie. ganz kurz, ich möchte nur mal darauf hinweisen, wie high quality die Truhen sind. Nice, gefällt mir. Vor allem, mach mal Rechtsklick, es ist einfach. Es ist halt so. Es nervt back, nicht mehr so. Back to the Alpha. Die Tür! Ich hab den Springbank, ey, schaut mich an. Ey, guck mal. Ich mach nichts. Wie? Ist nice. Help, warum? Ich mach nichts. Reconnectable. Nö, ich drück Escape, ich bin ein Revoluzzer. Kann man eigentlich? Alter, wie lange das braucht jetzt? Jetzt funktioniert die Tür, egal wo ich draufklicke. Das ist total random, ey. Nur von der einen Seite buggt es! Ja, auf jeden Fall dann die untere Ebene nehmen. Das ist total. Ist das Haus eigentlich ein erhöht oder ist das der Stein schon die unterste quasi? Nein, der Stein ist einfach nur die unterste Linie. Das ist mehr Design gibt's hier nicht. So, Doch, ich würde schon sagen, dass du das so. Ich will nicht ebenerdig bauen, ne? Ich will schon so. Wieso soll ich denn auf dem Berg noch einen hochgehen? Weil es cool aussieht. Nein, es sieht nicht cool aus. Es sieht einfach wie ein Turm aus. So viel Geschmack darf sein. Hey, ich will ein Haus mit Fundament haben. Meinst du? Ja. Okay, machen wir. Dankeschön. Also das heißt, da kommt auch noch ein Boden rein. Aber ich glaube auch in Sachen Boden ist Stein das Beste, was wir kriegen. Ja, Holzplanks. Ja, aber wenn alles wird aus Holz gemacht. Deswegen, Holz, sag mal guten Tag. Wenn die Wände schon aus Holz sind. Ja, oder wir machen Cobblestone-Boden. Nee. Ich bin für Stein, ehrlich gesagt. Ich glaube, das sieht echt am besten aus. Was wollte ich gerade machen? Dann kann ich jetzt ja hier komplett rumziehen. Hat man hier eigentlich mehr oder weniger FPS als bei den neuen Versionen? Also ich habe gerade, während ich Aufnahmen nehme, 500 FPS. Ja gut. Ja gut, habe ich gesagt, dass die Performance schlecht ist. Aber das Problem ist, wenn man mit 60 FPS aufnimmt, droppt es einfach unter 60 FPS. Das ist total random. Hast du noch Holz dann? Aber Kian, würden wir jetzt das Ding nutzen, was wir bekommen haben, du weißt, was ich meine, dann könnten wir mit 600 FPS aufnehmen. Ich weiß es nicht. Das ist ja der Mythos, Legende. Der das gesagt. Ja. Der Mythos wurde zur Legende und die Legende geriet in Vergessenheit. Ja. Woher ist das nochmal? Bist du behindert? Bist du blöd? Der Ringe, ne? Ja. Idiot. Ah, schön. Hat einer von euch noch Comics? Ja, ich komme mit ganz viel hoch. Richtig nicer Gravelfahrt. Wie geht's dir eigentlich in Australien? Was geht eigentlich so in Australien? Ich meine, wenn Minecraft Alpha schon nicht mehr interessant ist, kann man das mal ruhig fragen. Eisen! Nee, ehrlich. Was geht? Die Leute wollten wissen, zum Beispiel, was so mit deiner Esskultur da, also auch so, was ist deren Esskultur ist. Bist du Vegemite? Nein. Das hat er ja schon mal vorher so halt. Das habe ich in Deutschland mal probiert und es ist. Was genau ist das eigentlich? Das ist so Yeast. Was ist Yeast? Junge. Das Hefe? Nee, ist das Hefe? Du könntest mal das Fundament fertig machen. Na, was schmeckt das denn? Nach Brühwürfel mit Bitter, keine Ahnung. Warte, erstmal schauen, was Yeast ist dann. Kann ich dir sagen. Yeast ist Hefe, genau. Das ist so ein. Möchtest du versagen, dass es ein Hefeextrakt ist? Nein, es ist ein Hefe sonst was Aufstrich, den man sich auf seinen. Willst du furzen? Was weiß ich? Ich habe davon nur ein bisschen was probiert, habe ich das Glas weggeschmissen. Direkt ist weggeballert. Auf den ersten Blick denkt man, es ist irgend so ein irgendwas Süßes. Aber wenn man es so probiert, dann verzieht sich das gesamte Gesicht. Macht dann. Und dann auf der Suche nach dem Antigeschmack. Dieser Strudel quasi, der sein Gesicht in den Mund hineinsaugt. Ja, richtig. Der Strudel, der den Mund ins Gesicht reinsaugt. Ja. Also so ganz wenig genau. Eisen scheint es nicht. Aber das Beste, was die australische Lebensmittelindustrie je hervorgebracht hat, sind Tim Tams. Das sind mit die besten, leckersten
keksartigen Produkte. Tim Tam, die es gibt, die sind so unfassbar lecker. Okay. Da habe ich am Anfang halt schon, ja, einen Tag, eine Packung. Ich sehe schon, Dom wiegt 10 Kilo mehr, wenn er wieder nach Deutschland kommt. Nö. Ja, Muskeln sind schwerer als Fett, Andi. Die Boss-Transformation, ne? Ey, weil, Junge, hey, weil, Alter, wisst ihr, wie ich hier immer mein Wasser am Schleppen bin? Alter. Ah, okay. Sampumpen. Oder muss ich mir jetzt gerade von der Kassiererin einen dummen Spruch anhören? Ich weiß noch nicht, was Dolm macht. Er hätte schon dreimal mit dem Fundament fertig sein können. Okay. Ich besorge gerade Holz, damit ich wieder brennen kann. Achso, okay. Brennen. So. Ich hoffe, Dolm. Du bist auch nachhaltig, ne? Dolm. Hallo. Ja. Hier. Hallo. Danke. Auf jeden Fall hat die Kassiererin erstmal einen Spruch abgelassen, als sie gesehen hat, wie viel Wasser ich gekauft habe. Was hat sie gesagt? Also erstmal gefragt, Water Day? Und ich so, Und dann, ja, sie trinkt ja immer Leitungswasser, warum ich das denn nicht auch mache? Und dann sage ich, das Leitungswasser, das schmeckt ein bisschen nach Chlor. Und dann war sie so. Was ist Chlor? Also es schmeckt ein ganz bisschen nach Chlor. Also es schmeckt nicht ansatzweise so stark nach Chlor wie zum Beispiel in Kalifornien oder so. Alter, hab ich mich gerade erschrocken. Stopp, brauche ich eine Eisenpickaxe? Ja, ne? Für Diamanten? Ja. Ja. Also zumindest. War close. Ich wurde gerade von einem Marienkäfer attackiert. Attack of the Titan! Der ist aber auf mich drauf gedroppt. Der war so blub! Blub! Ich habe keine Lust mehr zu fliegen. Wohl eher Attack on Titan. Ja, schon eher. Aber gibt's denn da sonst so Gewohnheiten, was man so bei uns überhaupt nicht kennt? Von, also jetzt nicht mal nur Essen, sondern weiß ich nicht, Tagesablauf, durchgehend online. War nicht irgendwas mit Geschäfte früh zu oder so? Ja, schon, das hast du schon. Geschäfte waren früh zu. Hast halt die Outback. Mr. Outback. Sonst. Leute, du brauchst keine Eisenspitzhacke, ne? Letzten Endes sind das. Andi, du kannst mit einer Eisenspitzhacke mal runtergehen. Spitzhacke runtergehen, also, und dann so wirst du gleich unten direkt die Diamanten. Ich liebe es, dass es keinen Fallschaden gibt. Krasse Unterschiede. Ich meine, das ist ja auch eine westliche Kultur. Das sind auch Menschen. Und. Aber die Auswahl an Fleisch in Supermärkten ist grandios. Ah, nice, danke. So, glaube ich, das am meisten Fleisch konsumierende Land der Welt. Pro Einwohner. Wusste ich gar nicht. Also wusste ich wirklich nicht. I got diamonds. Da gönne ich mir immer ordentlich. Lulz. Wir haben eine. Wow. Das vier Diamanten. Vier Diamanten. Wow. So, liebe Freunde, das war die Version Alpha 1. Nein, wir müssen ja noch unsere Crib bauen. Wahrscheinlich dauert dann echt die Crib länger. My Crib, my Hood, my Hood. Also ich weiß aber links oder Rechtsverkehr? Ich bin mir da irgendwie immer nicht sicher. Links. Okay. Auf manchen, klar, das ist bei sehr vielen ehemals britischen Kolonieländern. Ja, deswegen, so. Ich war mir nicht ganz sicher. Bist du eigentlich schon mal Auto gefahren, oder? Hast du schon eine Road Train gesehen? Eine was? Okay, und sowas sieht man nicht in den Städten. Ja, okay, aber ich würde es gerne mal sehen. Das sind LKWs 50, mit 50 wirklich bis 60 Meter langen LKWs. Ja, ich weiß nicht, wie viele Anhänger die haben. Die haben zwischen 4 bis 10 Anhänger, glaube ich, ne? Hä, wie steuert man denn sowas? Ja, gar nicht, weil es nur geradeaus geht. Also, das. Ich habe Redstone gefunden. Sind die zu arg? Ist das der Bodenbelag, Don? Ja. Ja, get mounted, ist gut. Hä, sind die zu arm, sich Schienen zu bauen? Ja, das ist schwerer, glaube ich, zu maintainen. Dann du musst halt überlegen, wenn es halt einfach mal so 3000 Kilometer halt durch nichts geht, ist es so lang Schienen zu bauen. Das haben auch geschafft. Naja, deren Schienensystem ist auch mehr als scheiße. Dich im Vergleich zu Deutschland gesagt, das mal, ne? Ja, du kannst Deutschland mit nichts vergleichen. Deutschland ist halt einfach eines der Länder auf der Welt, in die es halt einfach am besten geht mit im Verhältnis zu allen anderen. Und auch in Sachen, weiß ich nicht. Das liegt einfach daran, dass Deutschland mini klein ist im Vergleich zu den USA. Da kann man halt eben mal, bauen wir eben mal hier in einem Tag eine Schienenstrecke von Berlin nach Hamburg. Ja, während das man ist halt hier der Nachteil an großen Ländern. Ja. Und ich meine, wir haben trotzdem, egal. Also von der Einwohnerzahl ist Amerika ohne proportional nicht so riesig halt. Also wenn man es von Fläche auf Einwohner rechnet. Besorgst du gerade Bodenbelag, Don? Ja, aber noch. Was ist denn Bodenbelag? Aber am krassesten Einwohner-Dings ist dann auch noch. Kanada ist da sehr, sehr witzig. Australien ist witzig. Kanada ist auch witzig. Kanada. Kanada irgendwie 0,3 Einwohner pro Quadratkilometer oder irgend sowas in der Richtung. Ja, man, das nur simply besiedelte Eistundra. Wahrscheinlich. Night.
Time. Ich würde gerne mal mit einem Wohnmobil. Nee, Wohnmobil. Wir haben ein Problem, uns geht gleich das Eisen aus. Nee, ich habe noch 8 im Inventar, ich muss das mal. Wir müssen mal zusammen uns irgendwie mit dem Auto nach Nordschweden fahren. Nice. Das stelle ich mir witzig vor. Däum, du darfst gerne Blumen sammeln, wenn du welche findest, ne? Vor allem rote, ja, gelbe habe ich jetzt schon. Wir müssen einfach mal mit dem Auto durch Neuseeland fahren. Ja, das mit Schweden ist deutlich einfacher. Das mit Neuseeland ist deutlich cooler. Sorry, sorry. Es ist deutlich cooler, es ist anders. Es ist deutlich Aber du cooler. Hast recht. Eigentlich ist das so ein Live-Goal, was wir beide mal zusammen machen müssten. Richtig. Ja, let's do it. Aber Dom, da kriegst du keinen schwarzen Benz, da kriegst du so einen komischen Mitsubishi-Van. Weiß nicht, ob du das handeln kannst. Die Dinger sind fucking gemütlich, also ist das voll geil. Du sitzt quasi, du siehst ja bei den Dingern quasi vor der Achse, das heißt, du steuerst das Ding ähnlich wie ein LKW. So ein Ding hatte mein Englischlehrer in der Oberstufe, der hatte so einen witzigen mit über Toyota, so, ja, aber so ein Ding, wo du quasi, Lastwagen quasi. Wo man direkt hinter der Windschutzscheibe klebt. Ja, genau. Ja, also eigentlich von der Effizienz der Bauweise her sind die optimal, weil die sind günstig, ja, deswegen zu bauen, weil keine... Ja, deswegen auch in diesen überbevölkerten, hochbevölkerten Ländern, ne? Vor allem, ja, also die haben fast keine runden Formen, sind relativ eckig, das heißt wenig maschineller Aufwand. Dann relativ klein, das heißt wenig Materialkosten. Andi, kannst du mal aufhören, als jemand, der null Ahnung von Autos bauen hat, hier irgendwelche wieso, doch. Brüche abzulassen? Das ist ja anmaßend für jemanden, der sich damit auskennt. Ich kenne mich nicht damit aus, aber... Aber Däum meint, es könnte gleich wieder einer kommen, der sich über seine Betonmischpumpe aufregt. Däum, je komplexer eine Form ist, desto mehr Arbeitsschritte brauchst du, um sie zu machen. Das ist... Nee, Andi, wir werden mal zusehen, dass wir uns deinen S65 besorgen und dann brechen wir da runter. Vor allem, wenn du mit dem S65 liegen bleibst, kann dir bestimmt jeder dabei helfen. Ist nice. So, dann... Hey, das Ding sendet automatisch an Mercedes einen Notruf. Nice, und die kommen mit dem Chopper. Da muss halt erstmal einer von Mercedes bis zu dir kommen, wenn du mitten irgendwo im Dschungel stehst. Muss kein von Mercedes sein, aber das mit dem das Ding. Zumindest hat das Ding Internet. Wir haben übrigens die erste Diamantspitzhacke. Nice. Da. Tipp, Andi, du darfst jetzt nicht aufbrauchen, ne? Warum nicht? Weil sie dann weg ist. Da haben wir eine weniger, wir brauchen drei. Müssen wir gleichzeitig drei haben? Oder? Das ist eine gute Frage, das haben wir nicht so richtig ausformuliert. Klar, drei Stück. Wir meinst, wir müssen das in eine Kiste legen, solche Items? Oder irgendwo präsentieren auf seinem Schrein? Just, wir haben ein Problem. Alter, der Genius-Junge war schon dabei, Alter. Aber ich benutze sie jetzt trotzdem erstmal, bis sie fast kaputt ist. Nein, entweder wir benutzen sie generell. Hey, nein, ich benutze sie aber, bis sie fast kaputt ist. Und dann ist sie quasi einfach als kaputt deklariert und in die Kiste gelegt. For achievement reasons. Also so ganz verstehe ich die Furnace-Scheiße hier auf jeden Fall nicht. Fakt ist, dass ich schon wieder im Zaun hänge. Das ist wie so eine Fliegenfalle. Ja, ist echt so. Muss man wieder rauskommen. Oh, wie schön schnell die Diamant-Pickaxe ist einfach. Ich habe Redstone gefunden. Können wir damit irgendwas anderes machen? Ja, aufheben. Sammeln. Also aber ich glaube, man aber für Redstone braucht. Ja, man kann mit Redstone aber noch nicht viel machen. Kann man mit Redstone-Fackeln machen? Ich würde nicht drauf wetten, dass es schon Redstone-Fackeln gibt. Doch, gibt es. Aber ist jetzt die Frage, was man schon steuern kann. Ob man die Tür einfach mit steuern kann? Oh, ich freue mich irgendwie. Oder wenn ein Update von Minecarts kommt, wie ich vorhin schon sagte, dann irgendwas Cooles mit Minecarts machen. Also, es gibt Redstone-Fackeln, aber sie bringen kein Licht. Machen. Ja, stimmt, in den neueren irgendwann fangen die an, so wenig Licht zu bringen. Übrigens gibt es auch nur Glasblöcke und keine Pains, keine Schmerzen. Ja, das ist ja klar. Die Schmerzen kommen erst in der 1.8 dazu. 1.8, richtig. Die Glasschmerzen. In unserem grandiosen ersten Update-Vorstellung. Hier der Link dazu. Nice! So, Andi, viel Spaß beim Schneiden. Hey, wieso? Muss ja nur die Infokarte setzen. Als ob, Andi ist doch der Letzte, der die Infokarte setzt. Das stimmt überhaupt nicht. Ich hab Tieren so letztes Mal gebeten, die Infokarte zu setzen, als ich keine Zeit hatte. Ja, sagte ich doch gerade, Andi ist der Letzte, der sie setzt. Gegeben. Ja, aber auch nur, weil ich immer noch ein bisschen Plan schreiben musste. Das sagen wir. Brauch Kohle. Hast du mal wieder Holz? Klar, ich komme gerade mit Holz. Muss wahrscheinlich mal ein bisschen höher. Ohne Witz, die Kohle ist echt ein Problem. Das ist. Was meinst du mit höher? Also meinst du hier. Höher farmen gehen, als er ist. Planks sind gut, dann kann ich mal hier hochziehen. Genau. Ich komme wieder hoch. Unser Haus ist richtig oldschool, retro. Ist richtig retro und wir holen schon Baumstämme das Maximale mit raus. Wir müssen Baumstämme mit reinpacken. Und das haben wir. Gut. Also als Boden. Ja, auch in die Hand.
Ach so, als Pfeiler, stimmt, können wir die noch nehmen. Als Pfeiler, genau, mach das mal. Ich aber besorg, nur, ja. nur als Horizontalpfeiler, als Vertikalpfeiler brauchen wir Cobblestone. Das muss richtig original. Nochmal, oh, das ist nice. Die Pfeiler aus Cobblestone und die, also die vertikalen Schützen aus Cobblestone und die horizontalen Schützen aus Bäumen. Ach so, ich hatte jetzt sonst vertikal Stone genommen. Eben hast du es andersrum gesagt. Nein. Aber ich hätte jetzt eher gesagt, die Pfeile aus Holz zu nehmen und. Nee, wieso Querbalken quasi? Das macht viel mehr Sinn. Wenn du Steine kannst du starten und dann nicht. Ja, das macht keinen Sinn, Steine schräg, also quasi. Also, mal davon abgesehen, dass wir mit Sinn bauen wollen, aber ich finde, das sieht auch besser aus. Ja, okay, dann pack hier die. Also, die Säulen direkt sind aus Stein und die waagerechten Balken sind aus Holz. So. Ja. Waagerecht. Du weißt, dass etwas waagerecht auch vertikal etwas sein kann? Oder? Oder? Nein, das ist eine interessante Frage. Heißt es waagerecht immer nur horizontal? Ja, weil waagerecht, wenn du eine Waage hast, dann ist es nur waagerecht, wenn du es gerade hältst. Und zwar horizontal, weil das geht ja über die Schwerter. Wer hat eigentlich diese Fenster konzipiert? Ja, den müsste man auch mal irgendwie schlagen. Ich, wieso? Ja, kannst du nicht direkt an die Säule dann ein Fenster ransetzen. Kiwi war das. Ja, aber dann nur ein breites Fenster ist auch komisch. Es ist beides nicht schick. Hey, wieso hier? Guck so. Ach so, hier war ich noch nicht fertig. Ich habe nur hier vorne angefangen. Ja, yeah, der Boden ist fertig. Und jetzt brauchen wir noch mehr Holz. Balken. Da. Ne, das Holz aus den Ecken kriegen wir ja wieder. Das kann ich schon mal abbauen. Also ich finde die Cobblestone-Ecken ja nicht so geil, also, ne? Hä, warum? Lass mal irgendwie Stonebricks. Aha, nee, gibt's ja gar nicht. Cobblestone-Ecken sind der Burner, Alter. Das ist der Burner. Aber irgendwie das Gefühl, das ist auch mehr Nacht als Tag. Ja, das ist irgendwie auch so ein Alpha-Feature. Ich glaube auch. Das ist der Shit. In der Alpha, ja. Aber Annoying Bug at Overall ist auf jeden Fall Fans. Ja. Der gewinnt ja. Schon mal dieses Mal, ey. Das ist schon so Annoying Kleine Wort. Nervigster Bug. Dass ich nicht essen muss, daran kann ich mich gewöhnen, definitiv. Das ist super. Ich möchte bitte aber jetzt nur noch in der Alpha spielen. Hey, hier macht doch ein breites Fenster hier rein. Kannst auch in der Beta. Das sieht doof aus, so ein Schlitz. Das sieht gut aus. Nein, Schlitz sieht doof aus. Super. Nein, abgelehnt. Ich hab mich schon mit den Cobblestone nach dir gerichtet. Also dieses, können wir noch mal kurz sagen, dieses Projekt, geht bis in die. Wir sind auf die, habe ich in irgendeiner Bildfolge auch schon mal gesagt, hat ein Zuschauer das vorgeschlagen, dass man irgendwas machen könnte, mal die alten Versionen zu spielen. Und dann dachten wir uns, wir wollten ja auch sowieso mal wieder was. Singleplayer, Survival-iges machen. Weil, und vorher, genau, das hatten selbst auch jetzt halt ein bisschen, es war halt ein bisschen eintönig, dass wir hatten halt Sommerland und Bilder, es war halt beides creative. Und jetzt, haben wir wieder was. Jungs, ganz kurz. Kommando zurück, ihr wisst, dass man die Holzbalken hier nicht drehen kann, ne? Jungs! Also ich weiß nicht, wie geil das aussieht, wenn die nebeneinander sind. Okay. Das sieht richtig blöd aus, oder? Ich würde sagen, wir beenden jetzt die Folge und in der nächsten. Warte, ganz kurz. Wofür sind Pressure Plates in dieser Version gut? Vielleicht funktionieren sie einfach noch nicht. Sind dekorativ. Vielleicht sie ja schon. Sie sind dekorativ. Du könntest sie bestimmt auf den Ofen drauf tun. Hä? Warte, stopp. Leg mal hin. Die Tür Steinplattenweg. Deine Mutter weg. Es knackt jedes Mal, wenn ich drüber gehe. Bei mir knackt es nicht. Es knackt, Andi. Die Tür. Ich find's trotzdem hübsch. Ich komm nicht durch. Hä? ist doch voll easy. Ich komm auch nicht mehr durch. Hey, lol. Wahrscheinlich dürfen wir nicht gleichzeitig durchsehen. So, geht ja doch. Ich würde sagen, wir beenden jetzt die Folge. Genau. Also, gönnt euch einen Bug oder auch ein Abo. Und lasst es bleiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.